In früheren Videos habe ich ja schon oft erzählt, dass Darth Nihilus einst ein Mensch war. Zudem war er auch einer der wenigen Überlebenden des Masseschattengenerators, welcher den Planeten Malachor 5 vollständig verwüstete. Diese Erfahrung veränderte Nihilus. Er hatte nun die Fähigkeit, sich von der Macht zu nähern. Anfangs machte er es nur, um mächtiger zu werden, doch mit der Zeit wurde er süchtig danach. Und schließlich begann dieser Hunger, seinen physischen Körper zu zersetzen. Um sich am Leben zu erhalten, band er seinen Geist an seine Robe und seine markante Maske. Etwa 4000 Jahre vor der Schlacht um Yavin startete Nihilus einen Angriff auf den Planeten Telos IV, um die dort versteckte Jedi-Akademie zu vernichten, in der Hoffnung, dass dessen Zerstörung seinen Hunger besänftigen könne. Während Nihilus einen Angriff mit seiner Flotte auf dem Planeten anführte, landeten Mitra Surik und ihre Gefolgsleute auf dessen Flaggschiff der Revenger. Um die strukturellen Schwächen des Schiffes auszunutzen, platzierte Mitra Protonenkerne an 4 kritischen Stellen der Revenger. Nachdem es Mitras Gruppe dann gelang, sich durch die Brücke des Schiffes durchzukämpfen, begegneten sie Nihilus. Ein Duell entfachte und Mitra konnte Nihilus töten. Einfach so. Aber wie war das möglich? Nihilus galt eigentlich als untötbar, da ja auch nicht mehr so viel von ihm übrig war. Sein Machthunger hat seinen gesamten physischen Körper verzehrt. Hier muss man jedoch bedenken, dass Mitra und Nihilus sich ein gemeinsames Leiden teilten. Sie waren beide in der Nähe eines unglaublichen Traumas der Macht. Das ist alles etwas kompliziert zu erklären, aber folglich trugen beide tiefe Narben in der Struktur der Macht mit sich. Nihilus wandte sich an die dunkle Seite und zog aus dieser Wunde Macht wie aus einer Quelle. Während es ihm eine große Kraft gewährte, war der Preis eben ein nahezu geistloses Verlangen, all die lebendige Macht zu konsumieren, die er begegnete. Als sich Nihilus dann Surik zuwendet, um sich von ihrer Macht zu nähern, fand er nichts. Nur eine bodenlose Leere, welche er weder angreifen noch ansatzweise nur verstehen konnte. Schließlich war sie von ihren eigenen Aktionen während der Mandalorianischen Kriege tief gezeichnet. Es lag an Mitra, dass der Krieg endete, aber der Preis im Tod war mehr, als sie ertragen konnte. Ihr Trauma war so groß, dass sie sogar zeitweise ihre Verbindung zur Macht verlor und wie Nihilus eine Wunde in der Struktur der Macht und des Lebens wurde. Anders jedoch als der Lord des Hungers war sie in der Lage, sowohl ihre Psyche als auch ihre Verbindung zur Macht neu aufzubauen. Dies blockierte Nihilus Geist von seiner größten Waffe. Er konnte sich nicht von ihrer Energie nähern und war somit anfällig für ihre Angriffe. Und so fand auch der unsterblich geglaubte Darth Nihilus sein Ende. Jedoch war es aber auch schon mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was sich eigentlich hinter Darth Nihilus Maske verbirgt oder warum sein Sith-Holochron nutzlos ist, dann könnt ihr hier links bzw. rechts klicken. Und klickt in die Mitte, könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.